Herr Utlu, schaffen ein Frauenkleidung tragen, ein Frauenkleidung, das tut eigentlich niemandem weh, oder? Gibt es da ein Problem? Also wer privat Frauenkleider tragen will, los. Wenn man sich damit wohlfühlt, wunderbar, aber es erschafft kein eigenes Geschlecht. Mhm. Weil es gibt nur Frau und Mann. Bei uns Primaten ist das leider so. Wir sind keine Fische, wir sind keine Quallen, die ihr Geschlecht ändern können. Und bloß jetzt zu behaupten, dass man ein Geschlecht gewechselt hat, schafft keinen eigenen Gender. Also wenn Männer mit Bart und Penis zum Beispiel sagen, sie sind Frauen, dann kann ich sagen, gut, du bist eine Transfrau, du bist aber keine Frau. Also Biologie kann nicht ersetzt werden. Und die ganze Sache ist ja auch schwierig, weil dieses Thema geht ja auch zum Beispiel Thema LGB mit rein. Lesben, Homosexuelle, Bisexuelle. Weil in dem Moment, wo Geschlechter mehr fluid werden, spricht man ja auch unsere Existenz von Homosexuellen ab. Weil es geht ja so weit, dass Frauen, also Sie gucken gerade so komisch, aber es ist tatsächlich so. Also es gibt woke Menschen aus der Queer-Community, und ich komme selber aus der LGB-Community, die behaupten, dass es keine Homosexuellen gibt. Ja, wir sind Transgender, die es nicht wagen, Transgender zu sein. Oder wir wären Frauen, die es noch nicht verstanden haben, Frau zu sein. Deswegen wären wir homosexuell. Also das finde ich schon sehr merkwürdig. Und Frauen werden auch dadurch unsichtbar gemacht, dass nicht mehr über Frauen gesprochen wird, sondern über Menschen mit Gebärmutter oder Gebärende. Und das Wort Frau wird in vielen Publikationen, zum Beispiel in England, gar nicht mehr benutzt. Das Gleiche passiert auch in Kanada. Also ein komplettes Geschlecht wird unsichtbar gemacht. Und Frauen haben nicht so lange für ihre Rechte gekämpft, um dann wieder von Männern unsichtbar gemacht zu werden, weil Männer behaupten, sie wären plötzlich Frauen. Und es wird halt schwierig, zum Beispiel Thema Toilette. Ja, es werden Unisex-Toiletten gemacht. Wunderbar, gab es in Zügen schon immer. Aber bei zwei Toiletten verlieren Frauen ihre eigene Toilette und Männer gewinnen eine Toilette mit dazu. Und zwar die Frauentoilette. Und ab dem Moment wird es dann langsam schwierig. Fürstin, es ist ja eigentlich grundsätzlich zu befürworten, oder? Dass man darauf achtet, niemanden zu beleidigen, solche Verhaltensweisen, die beleidigend sein könnten, auch bei anderen kritisiert und dafür sorgt, dass es sozusagen einen nicht diskriminierenden Diskurs zwischen uns Menschen gibt. Kann man eigentlich nichts dagegen sagen, oder? Da kann man absolut nichts dagegen sagen. Und ich bin auch, muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde es lustig, wenn ich im Zug sitzen würde und ein Mann würde in Frauenkleidern kommen, würde ich begrüßen. Mhm. Und nochmal zum Transgender will ich sagen, also ich habe zwei Bekannte. Und die Kur oder die Hormonbehandlung, die man im Vorfeld einer so wirklich traumatisierenden Operationen machen muss, ist so schwierig und so, wie soll ich sagen, das schneidet so tief in die Gesundheit ein, dass wenn dann die Operation tatsächlich stattgefunden hat, ist es für mich ein Akt der Höflichkeit, dass ich akzeptiere, dass diese Person eben kein Transgender ist, sondern diese Person ist für mich dann eine Frau. Da muss ich kurz einhaken, es gibt einen Unterschied. Transgender bedeutet nicht transsexuell. Transsexuell sind Menschen, die im falschen Körper geboren wurden oder sich im falschen Körper fühlen und sich dem anderen Geschlecht auch körperlich angleichen lassen wollen durch hormonelle Behandlung und Operationen. Währenddessen Transgender Menschen sind, wie ich zum Beispiel, die einfach erklären, dass sie jetzt eine Frau sind oder eine Frau erklärt, dass sie ein Mann ist. Also das soziale Geschlecht wird geändert, nicht? Ja, und soziales Geschlecht erkenne ich dann halt in dem Fall einfach nicht an. Also eine Transsexuelle, die sich komplett angleichen lässt, ist für mich eine Frau. Das steht außer Frage. Ja? Aber ein Mann mit Bart und Penis, der sagt, ich bin eine Frau, mit seinem sozialen Geschlecht, und will auf die Frauentoilette. Und will auf die Frauentoilette. Das ist ja sowieso lustig. Also eine Frauentoilette, wo Muslimas auf Toilette gehen, die können diese Toilette nicht benutzen, wenn da biologische Männer reingehen, weil es ihr Glaube einfach verbietet. Das gilt auch für strenggläubige, also ultraorthodoxe Juden, die können diese Toiletten auch nicht mehr benutzen. Ich als Homosexueller würde das auch nicht wollen. Ich muss ab und zu mal in der Disco zum Notfall auf die Frauentoilette. Aber das als Regel würde ich nicht haben wollen, weil es hat schon seine Berechtigung, dass es zwei Toiletten gibt. Das ist Ihre Meinung. Haben Sie den Eindruck, dass Sie mit dem Vertreten dieser Meinung in den öffentlichen Räumen, die wir kennen, ein Problem haben? Ja. Weil sobald man diese Meinung äußert, bekommt man so diesen kompletten woken Hass ab. Also
Man ist transphob, man ist rechts, rechtsextrem, rechtsradikal. Nazi ist dann die Steigerung, danach kommt dann nichts mehr. Und also dabei sind die, die uns diese Dinge vorwerfen, ja selber auch meistens selber homophob. Ja, mit ihren Aussagen. Also ab da kommen wir in Gefilde rein, wo es dann auch merkwürdig wird. Ich möchte noch mal an den Anfang zurückgehen, Herr Ginger, nämlich die Vogue-Bewegung ist ja eine Bewegung mit einer Grundthese. Und diese Grundthese ist, dass wir leben in einer zerstörerischen, diskriminierenden, rassistischen Gesellschaft. Darauf müssen wir mehr aufmerksam werden und aufmerksam machen, wacher werden. Ist der Befund überhaupt richtig? Das ist ja wirklich das Interessanteste, was eigentlich am wenigsten besprochen wird, finde ich. Wir müssen eigentlich erkennen, wir haben eine Woke-Bewegung, die einerseits auf wirklich reale Missstände, die eher zunehmen, hinweisen. Also ich finde die Umweltthematik, also das ist mittlerweile eben keine Phantasmen, sondern in der Umweltthematik, an das, was wir sehen, auch ich beschäftige mich mit Migration, weiß, was das für Verwerfungen hat, das sind wirklich reale Herausforderungen, die uns auch in den nächsten Jahrzehnten mehr und mehr beschäftigen werden. Und da würde ich das Begriff Sekte überhaupt nicht nehmen, auch einfach aus einem Grund. Es ist was anderes, wenn sie aus einem realen Anliegen zu sagen, man muss irgendwas tun. Wir hatten in der Geschichte immer auch die in der 68er-Bewegung Menschen, die auf gesellschaftliche Missstände hingewiesen haben und dann mit subversiven Aktionen. Aber das Interessante ist, die eine Entwicklung ist, wo ich sagen würde, da nehmen gesellschaftliche Probleme zu. Da verstehe ich, dass man Vogue ist und dass man doch auch sagt, da muss man was tun. Interessanterweise finde ich ein anderes Phänomen. Nämlich, dass wir in Diskussionen haben, wie zum Beispiel, wenn wir über sagen Sexismus oder Frauenfeindlichkeit, in welchen Gesellschaften wird das am meisten diskutiert? In den westlichen Gesellschaften, wo wir in den letzten 50 Jahren beobachten können, dass Gott sei Dank die Frauenfeindlichkeit abgenommen hat, die Gleichstellung der Frauen Gott sei Dank durch harte Kämpfe etwas errungen worden sind, dass das Thema Rassismus heute diskutierbar ist, ist eine Entwicklung. Also, nur als Beispiel, wäre jetzt in Black Lives Matters, wäre Amerika nur ein durchgehend zutiefst rassistisches Land, wäre der Mord überhaupt nicht aufgefallen, weil sie sagen, das ist Bagatelle. Aber wenn die Hälfte der amerikanischen Bevölkerung aufsteht und interessanterweise in allen westlichen Gesellschaften, also bis nach Österreich und so weiter, es rüberschafft, heißt es doch, dass wir eine insgesamt, Gott sei Dank, eine höhere Empfindlichkeit gegenüber Diskriminierung haben. Aber ist das nicht dann wirklich ein strukturelles Problem auch für so eine Bewegung? Denn was Sie sagen, heißt, wenn ich es versuche zu übersetzen, je geringer das Problem ist, umso lauter ist sozusagen der Kampf gegen das Problem. Nein, ich würde es anders formulieren. Danke für die kulturelle Übersetzung. Ich würde eher sagen, und das ist wirklich die Paradoxie dessen, je mehr wir was erreichen, desto sensibler und empfindlicher werden wir. Je empfindlicher wir werden, desto kleinteiliger sehen wir. Also dann geht es nicht mehr darum, ob man jemand seine Frau schlägt oder nicht, sondern ob sozusagen sie das gleiche Gehalt bekommt. Das heißt, wir werden, wenn wir uns angleichen, nehmen diese Diskussion nicht ab, sondern sie nehmen zu, weil wir kleinteiliger sind. Und jetzt kommt das ein ganz wichtiger Punkt. Wenn ich mich am Absolut des Gleichen orientiere, ist auch der kleinste Unterschied für mich ein riesen Unverschämtheit. Und das löst eine Empörung aus. Gerade weil ich zum Beispiel die Gleichheit von Mann und Frau so internalisiert habe, würde ich jeden Sexismus viel schlimmer bewerten, als wie der reale Sexismus, den wir vor 50 Jahren hatten. Vielleicht bleiben wir bei dem Realen, Frau Frieben. Haben Sie das Gefühl, dass Sie in der Öffentlichkeit alles sagen können, auch in Ihren Themen, die für Sie wichtig sind? Oder gibt es Themen, bei denen Sie vorsichtig sind, weil Sie wissen, es gibt dann öffentliche Reaktionen, die möchten Sie eigentlich lieber nicht haben? Ja, es gibt genug Themen, wo es öffentliche Reaktionen gibt, aber man darf sich nicht scheuen, sie anzusprechen. Ja? Und wenn ich mir jetzt das am Anfang angehört habe, vor allem auch die Debatte rund um die Abtreibung, ja, wo wir eine andere Position auch einnehmen, vor allem auch als Frauenring eine ganz klare Position haben dazu, die aber sich, die anders aufgezäunt ist, nämlich auch, die haben von der juristischen Seite aufgezäunt. Und wir vertreten die Interessen von Frauen. Und es ist eine Errungenschaft von Frauen, die Frist
besten Lösung und die gehört erhalten. Und wir haben das definiert, was muss getan werden, um eben ungewollte Schwangerschaften zu verhindern und was muss im sozialen Umfeld gemacht werden. Das sehen wir als ganz was Wichtiges und natürlich die Beibehaltung. Ja. Wo wir natürlich ganz was man polarisiert und wir haben gerade auch die Debatte rund um ein neues Kindschaftsrecht. Wir haben jetzt zwei Pressekonferenzen gehabt dazu. Hier kommen sehr viele Interessen zusammen, weil das ein Gesetzeskonvolut ist, das alle in Lebenssituationen eingreift. Hier haben wir auch mit Väterrechtsorganisationen also Debatten. Wir haben auch sehr ganz vehement Hass empfunden, so dass wir uns auch gezwungen gefunden haben, auch wirklich eine Anzeige zu machen, ja, weil das geht nicht. Ich habe damit ein paar also Kontakt auch aufgenommen, also nicht mit dem, aber zu sagen, vielleicht können wir diskutieren darüber, wenn wir so unterschiedliche Ansichten haben, aber das ist offensichtlich nicht möglich. Aber generell, Frauenpolitik, Feminismus, polarisiert. Sie kriegen also wilde Reaktionen darauf. Ja, freilich. Aber das, ich überlege gerade, wie das mit dem zusammenpasst, was Herr Günther sagt, weil er sagt, wir haben eigentlich diese Empfindlichkeit und diese Übersprungshandlung, wenn man so will, ne? Dass man schon die kleinste Abweichung vom Idealzustand mit einer großen Empörung quittiert, weil man eigentlich glaubt, das müsste schon perfekt sein. Sie verstehe ich so, dass Sie sagen, eigentlich haben wir mit ganz normalen, altmodischen, ne, würde man dann sagen, nicht so woken Frauenanliegen noch genug zu tun und kriegen noch genug negative Reaktionen drauf. Ja, wir haben genug zu tun und ich möchte es aber, weil Sie das auch angesprochen haben und gesagt haben, also warum diskutieren wir jetzt Rassismus mehr als zum Beispiel, ob ein Mann eine Frau schlägt, ja, also wir haben in Österreich gerade eines der größten Probleme, Gewalt gegen Frauen. Ja? Nur das Problem ist, es interessiert oftmals die Gesellschaft nicht. Ja? Es interessiert die Gesellschaft nur, wenn der Täter ein Ausländer war, dann interessiert das die Boulevardpresse oder dann interessiert das die Presse, aber ansonsten nicht. Ja? Und das sind die Dinge, die uns wahnsinnig ärgern. Da wird ein paar Stunden berichtet und dann ist es wieder vorbei. Also das sind so die Dinge, die polarisieren viel und dann wird aber versucht, in dem Fall eher dafür, quasi die Frau ist ja erstmal schuld. Ne? Dürfte also ich dazu? Frau wird die Schuld zugeschoben. Ja, ich würde dazu was sagen. Also wirklich, ich finde jede Form von Gewalt an Frauen oder gegen, also ich finde ein großes Problem und ich finde gut, dass wir uns empören darüber. Also darum geht es nicht. Aber wir dürfen, wenn wir uns empören, wir dramatisieren eine Form, wo wir das Gefühl haben, es hätte sich nichts verändert und es ist immer noch gleich schlimm. Und ich kann nur mal zwei Sachen, Sie kennen die Zahlen. Die Gewalt gegen insgesamt hat die Gewalt in der Gesellschaft innerhalb der letzten 50 Jahre massiv abgenommen. Das können wir in allen Bereichen sehen, in der Jugendgewalt, in der Gewalt gegenüber Frauen, Gott sei Dank. Und dennoch ist jeder Fall zu viel. Da bin ich bei Ihnen. Aber wir sehen nicht, dass wir Gott sei Dank eine Entwicklung haben. Wenn man was dramatisiert, stören positive Entwicklungen. Ein anderer Bereich, wo ich sozusagen das hochspannend finde, ist, es gibt die europäischen Wertestudien. Dort können Sie sehen, zum Beispiel, Gott sei Dank, dass die Homophobie, die vor 30 Jahren noch bei 43% lag, also fast die Hälfte der Gesellschaft hatte homophobe sozusagen Einstellungen. Heute liegt das bei 13%. Das sind 30%, die weniger geworden sind, Gott sei Dank. Und dennoch reden wir jetzt über die homophobe Gesellschaft zugleich. Und das sind für mich alles Anzeichen, wo ich sagen würde, Gott sei Dank geht es der Gesellschaft, hat sich dort sensibilisiert. Aber weil sie sensibel geworden ist, nimmt sie jedes Unrecht in dem Bereich viel sozusagen stärker wahr. Ein Satz, nur, weil ich will, was mich jetzt doch... Aber das würde, ich wollte nur sagen, das würde ja eher wieder beweisen, dass die Woke-Bewegung eigentlich gar nicht braucht, weil sie auf was abzielt, was eher besser geworden ist. Aber es ist nicht von selbst passiert. Ich möchte sagen, jeder von uns kann sehen. Also wir sprechen jetzt ein bisschen über das, was mit Zensur und so weiter hineingeht. Und ich finde, da ist was wirklich was Problematisches. Aber sehen wir doch, Gott sei Dank haben wir eine Woke-Grundbewegung in der Gesellschaft gegeben, dass wir Frauen mit Männern sagen, wir achten darauf, dass wir gleichwertig miteinander umgehen. Das sind doch, also wenn ich sozusagen die Aber das tiefere, hat mit Woke nichts zu tun. Nein, nein, also ich würde sagen, wir reden, wenn ich Woke, also die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau ist kein Wokes Thema. Damals gab es nicht mal Woke, sondern nein, es gab Frauen Begriff, haben dafür gekämpft, nein, dass es nein, so ist. Nein, ich würde sagen, es gab den Begriff nicht. Aber dass Frauen dafür gekämpft haben, war, wenn ich Woke als eine Sensibilisierung für Gleichheitsbelange sehen würde, würde ich sagen, es gab den Begriff nicht, aber es gab Fürreiter, die dafür
Vorreiter, die dafür gekämpft haben. Das sind de facto alles Woke-Bewegungen gewesen. Der Typus der Woken-Bewegung heute ist eine andere. Aber dass das, ich würde das Woke grundsätzlich nicht diskreditieren. Wir ruhen alle auf das, was dort geschaffen worden ist. Und ich finde sozusagen diese Übersprungshandlung, die wir zum Teil haben, selber ein Problem, weil durch die Überzeichnung sozusagen delegitimieren sie eigentlich sozusagen die Grundanliegen, die dahinter stehen, die ich in vielen Fällen für richtig und wichtig halte. Herr Günger sagt, Woke ist gut. Ja, es gab jetzt einen Punkt, wo ich dann doch einschreiten muss, weil Sie gesagt haben, wenn es Gewalt gegen Frauen gibt, schaut die Presse oder die Boulevardzeitung darauf, ob es ein Ausländer war, Migrant oder nicht. Dem ist genau nicht so. Das ist genau das Gegenteil. Wenn ein Muslim seine Frau ersticht oder schlägt, wird das mittlerweile eher verheimlicht. Und Gewalt von Muslimen an den eigenen Frauen wird mittlerweile als kulturelle Eigenart gesehen und wird auch verschwiegen. Darüber redet man nicht. Und sobald man etwas darüber anspricht, wird man als Rassist gewertet. Also selbst wenn man aus dem eigenen Kulturkreis kommt. Dabei fängt Gewalt dort schon an, wo der Mann seine Frau unter ein Kopftuch zwingt. Da fängt Gewalt schon an. Da muss es nicht mal körperliche Übergriffe werden. Aber da wird unter dem Zeichen der Diversität einfach ja, eigentlich verschwiegen, was die Tätergruppen sind, woher sie kommen, welchen Glauben sie haben, welcher Kultur sie anhängen. Und damit haben wir ein Problem. Ja, nein, darf kurz. Schauen Sie sich an, wenn es einen Femizid gibt, ist die meiste Presse, es ist in jeder Pressemeldung drinnen die Herkunft des Täters. 100%. Mag in Österreich ja, so sein, ja, hier in Deutschland müssen wir erstmal so sehr lange nachfragen, ja, welcher Täter das war. Das ist ein Unterschied in Deutschland zu Österreich. Also in Deutschland wird es verschwiegen. Es werden sehr viele Themen kurz angesprochen, die nicht in der Tiefe gehen. Also ich kann mich erinnern, das war vor ein paar Jahren, ich weiß nicht, welches Jahr war das war, in Deutschland, weil Sie Deutschland als Beispiel nehmen, in Köln gab es Vergewaltigungen im Hauptplatz und dort, soweit ich mich erinnern kann, ist überall in der Zeitschriften und Zeitungen gekommen. Warum? Weil es Tausende war, da konnte man das nicht verheimlichen. Ausländer haben das gemacht und es man hat dabei vergessen, Sie sagen das gerade ein Kölner. Wir wissen nicht, ob die Personen, die das gemacht haben, tatsächlich Ausländer waren oder waren nicht, sie? Was für eine Identität die hatten. Das, was man weiß, ist, das waren Männer, die Frauen angegriffen und vergewaltigt es haben. Es waren also migrantische Jugendliche, die sich dort verabredet haben, zu Hunderten, die diese Übergriffe gemacht haben. Und alles, was dort herauskam, ist, und dass es migrantische, muslimische Jungen waren und viele genau, darunter auch Flüchtlinge. Genau, weil Sie so, haben gerade was stimmt denn da dann nicht? Was passiert, das ist der rasante Beispiel dafür, dass das genau so ja, in Sie der nehmen Medien aber gerade einen krassen Fall, wo ja. es Tausende waren, aber wenn es um Einzelfälle geht, um einzelne Taten von einzelnen Muslimen, wird das in Deutschland, ich weiß aber nicht, wie es in Österreich ist, wird es verschwiegen. Die Herkunft und die Nein. Religion wird verschwiegen. Nein. Und man darf auch nicht sagen, also im Zweifel wird sogar der Täter noch in Schutz genommen. Das ist so. Also ich finde, das ist ein sehr gutes Paradebeispiel zu sehen, dass wir Wokes auf beiden Seiten haben. Also wir haben das ist in Deutschland übrigens etwas anders gelagert wirklich als in Österreich. Und wir haben die Situation, dass wir die einen sozusagen, verwenden das Wort Woke jetzt nicht mal so abwertend, also, sondern wir haben einerseits die Sensiblen, die sagen, wenn es in Österreich, das ist in Österreich sehr der Fall, wenn es einen Migrant macht, wird das um 10-fach mehr aufgewogen, weil da noch ein anderer Punkt kommt. Weil man zum Beispiel bei Zugewanderten oder Geflüchteten einfach von denen immer so sagen, wenn wir euch aufgenommen haben, wenn wir euch hier geholfen haben, dann erwarten wir von euch sowas wie Dankbarkeit und Demut. Und wenn es ein Einheimischer das Gleiche macht. Eigentlich nur gesetzestreue, ne? Ja, nein, ich rede nicht vom Rechtlichen. Ich rede so von es ist eine tiefe sozialanthropologische Konstante, die da wirkt, wenn wir Gästen, weil man sagt, sind keine Gäste, aber wenn man Geflüchteten geholfen hat und wenn sie was machen, wiegt es immer mehr. Sozialpsychologisch ist das sozusagen dokumentiert. Das Interessante ist auf der anderen Seite, während die eine Seite sagt, wenn es Migranten machen, ist es 10-fach schlimmer, es gibt die andere Schutzhaltung, die es auch wog, von der anderen Seite zu sagen, nein, also wir müssen eben, da gibt es kulturelle Gründe, das ist in der anderen Kultur anders und die werden kriminalisiert. Und mir fehlt wirklich in dieser ganzen polarisierten Debatte einfach der Sachverstand zu schauen, wie stark spielt was eine Rolle. Wir wissen in Köln zum Beispiel, aber wir können über jeder Einzelfall ist anders gelagert. Wir wissen wirklich, das ist auch einfach dokumentiert, das waren zu einem großen, fast ausschließlich junge Menschen,
Männer sozusagen aus den maghrebischen Staaten zum Teil. So. Und das Problem war eher, dass zunächst über 24 Stunden es Druck gab, es nicht zu berichten. Genau, das ist das eine. Und jetzt kommt noch was anderes. Die Gegenfrage wäre, und deswegen finde ich, das ist kein Entweder-Oder, sondern beides passiert zugleich. Was wäre aber, so, und das darf man nicht bagatellisieren, was wäre aber, wenn das dann nicht irgendwie jetzt dann Migranten, zum Teil Geflüchtete gewesen wären, sondern wenn es Hooligans gewesen wären, deutsche Hooligans. Das, obwohl es der gleiche Sachverhalt wäre, ich wette mit Ihnen, wir würden nicht 5 Jahre später noch mal drüber sprechen. Das hätten wir schon längst vergessen. Ja. Das heißt, beides zu gleich. Da wäre ich mir wirklich nicht. Also ich kann Ihnen das sozusagen in vielen Fällen einfach zu zeigen. Und das ist übrigens nichts Österreichisches oder nichts Deutsches, sondern das ist passiert in allen Gesellschaften. Wenn es Fremde, vermeintlich Fremde tun, wird das ganz anders problematisiert. Aber der wichtige Punkt ist doch, dass man darüber aber auch frei diskutieren sollte. Ja, man sollte Probleme benennen, auch sagen, dass bestimmte Probleme aus bestimmten Kulturkreisen kommen, weil sonst kann man sie nicht angehen, man kann sie nicht lösen. Es verhärten sich beide Seiten. Die einen flüchten sich in eine Opferrolle und sagen, überall nur böse Rechtsradikale, die uns an die Wäsche wollen, bedrohen. Und dann gibt es die andere Seite, die das Gleiche über die Migranten sagt und sagt, die wollen uns alle an die Wäsche. Und das hat sich alles so verhärtet durch Sprachverbote. Jetzt haben wir ja, wenn ich versuchen müsste, jetzt eine Zwischenbilanz zu ziehen, Fürstin, dann würde ich sagen, erstaunlicherweise sind wir draufgekommen, auch durch die Analyse von des Soziologen, wir sind eigentlich alle woke. Sie auch. Ja. Ja, wobei ich muss sagen, so wach bin ich jetzt auch nicht mehr. Es ist ja schon ziemlich spät am Abend. Woke heißt ja wach. Aber nein, wir sind alle sehr aufmerksam und wir wollen natürlich keine Ungerechtigkeiten, das ist doch klar. Servus TV On, die Video- und Streaming-Plattform.